und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Airbrush TV. Airbrush TV wird euch präsentiert vom Airbrush Step-by-Step Magazin. So, heute im Test in der Redaktion haben wir hier zwei Geräte von Badger. Einmal die Badger Renegade Comb 2-in-1 und ziemlich ähnlich die Badger Renegade Comb in der Jet-Variante. Beide sehen auch ziemlich ähnlich aus. Das Gerät 2-in-1 hat einen großen Farbbehälter und die Jet die hat einen kleineren Behälter. Beide Geräte verfügen über eine Farbmengenbegrenzung, einen recht großen Hebel, mit dem man sehr fein die Farbmenge steuern kann. Nicht mitgeliefert wird ein Stecknippel, wollen wir den hier, so ein Stecknippel, der ist nicht dabei. Wenn man also das Badger-Gerät an eine Schnellkupplung schließen möchte, sollte man das auf jeden Fall nochmal mitbestellen. Bedienungsanleitung etc. pp. Ist in der Kiste mit enthalten. Soweit ich das hier gesehen habe, ist bei beiden Geräten noch ein zweiter Düsensatz dabei. Bei der 2-in-1 ist dabei einmal eingebaut der ultrafeine Düsensatz mit 0,21 mm und beiliegend dann nochmal der 0,33 feine Bausatz. Wir schauen uns gleich die Geräte nochmal in so einem kleinen Test an, wie fein man damit arbeiten kann. Ich kann vorab schon mal sagen, ich war natürlich wieder sehr überrascht. Mit der ultrafeinen Düse, die bei beiden Geräten eingebaut ist, lässt sich also wirklich extremst fein arbeiten und dank dem relativ großen Hebel kann man die Farbmenge auch sehr fein gestalten. Ja, was bleibt noch zu sagen? Die 2-in-1 hat ein Gewicht von 104 Gramm und die Jet ist ein bisschen leichter mit 96 Gramm. Ich würde mal sagen, schaut euch mal eben meinen Kurztest an. Mats ab! Als erstes teste ich, wie fein man mit dem Gerät arbeiten kann. Dazu sprühe ich Schleifen und sprühe von dünn auf dick und von dick auf dünn. Und dann selbstverständlich auch nochmal Linien. Hier kann ich sofort sehen, welches Leistungsspektrum die Badger Comb hat. Und ob man da auch wirklich feinste Details mit erarbeiten kann. Auch mit kleinen Punkten kann man sehr schnell herausfinden, was mit dem Gerät technisch möglich ist. Hier nochmal eine Nahaufnahme. Ihr seht, die Linienstärke befindet sich in einem Viertel- oder Fünftel-Millimeter-Bereich. Also man kann also mit der Comb und dieser 0,2 mm Düse recht fein arbeiten. Das Ganze schauen wir uns jetzt nochmal an in einer Illustration. Hier sprühe ich ein paar Wolken und die obere Kante des Motivs soll also mit ganz kleinen gezitterten Linien versehen werden und das klappt also auch hier mit der Comb äußerst gut. Dann kommen jetzt hier so ein paar Schattierungen am Berg hinzu. Auch da will man halt genau kontrollieren, dass auch da die Farbe hinkommt, wo man sie halt haben möchte. In diesem Fall ist die Farbe mit Wasser angesetzt, sodass man jetzt also keine stark pigmentierte Farbe verarbeitet, sondern die ist also sehr dünnflüssig und lässt sich dann mit der Comb sowieso sehr gut verarbeiten. Hier seht ihr auch nochmal kleinste Linien und Details, die ins Bild integriert werden. So, dann kommen noch ein paar Berge in die Landschaft hinzu. Das mache ich mit einer gerissenen Kante, das geht sehr schnell. Auf der rechten Seite der Berghälfte sprühe ich ein bisschen mehr Farbe und so sieht man das Ergebnis. Jetzt kann ich mit der gleichen Schablone nochmal versetzt noch zusätzliche Berge integrieren. Man kann aber auch nochmal neu reißen, je nachdem wie man
die Schablone hält. Freihand arbeite ich jetzt mit der Chrom die Bergstruktur noch so ein bisschen nach. Um die Chrom richtig genau zu führen in diesem Detailbereich, nutze ich häufig die linke Hand zur Hilfe. Ich baue jetzt noch in das Motiv einen kleinen Planeten rein. Hier kann ich also auch sehen, muss ich meine runde Schablone nochmal separat abdecken oder kann die Chrom halt auch wirklich so fein sprühen, dass ich jetzt nicht allzu viel Overspray mit dem Gerät erzeuge. Also ihr seht, das klappt also ganz gut. Die Farbe landet da, wo ich sie haben möchte. Und insofern spart man halt gegebenenfalls auch mal Zeit, wenn man halt jetzt nicht alles abdecken muss und sich auf das Gerät verlassen kann. Möchte man die Farbe im Farbbecher mischen, liefert Badger noch so eine Transportschutzkappe und Blubberkappe mit. Einfach vorne aufsetzen, dann den Hebel runterdrücken und nach hinten ziehen und dann blubbert die Farbe im Farbbehälter auf. Und ich kann jetzt diese Graumischung auf meine Raketenschablone aufsprühen. Zusätzlich hinzukommen ist unten so noch so eine kleine Raumstation und dann kommt noch so ein Leitstrahl, wie die Rakete halt direkt losfliegt. Und im unteren Bereich sprühe ich jetzt mit der Chrom nochmal ein wenig Rauchnebel im unteren Bereich auf. Auch hier sieht man, dass man mit der Chrom recht fein arbeiten kann. Auch die Gebäude bekommen noch ein bisschen mehr Struktur. Da verwende ich eine lose Schablone mit kleinen Quadraten und sprühe unregelmäßig diese kleinen Quadraten aus. Schauen wir uns nochmal den Griff der beiden Chrom-Modelle an. Die sind also absolut identisch. Hinten kann man den Hebel begrenzen. Das kann man einfach einstellen. Zusätzlich befindet sich da noch eine Skala. Und hier sieht man ganz schön, wie diese Schraube dann den Schlitten hinten begrenzt.
Um halt wieder vollen Zug zu haben, dreht man die Schraube wieder raus. Hier nochmal beide Modelle im Überblick. Die Jet-Variante mit einem kleinen Farbnapf und die Twin One mit dem großen. Zum Schluss noch ein paar wichtige Details. Die Badger-Geräte verfügen über ein Steckdüsensystem. Das ist also ganz praktisch, wenn man halt den zweiten Düsensatz einbauen möchte. Und preislich sieht das so aus, dass die Renegade Chrome bei 192 Euro liegt und die Renegade Chrome Jet bei 186 Euro. Ja, das war's schon wieder. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Brushen und bis zur nächsten Airbrush TV-Folge.